Na, weißt du schon, auf welche Schule du gehst? Nee, echt keine Ahnung. Ja, es ging mir genauso. Es ist echt schwer, die richtige Entscheidung zu treffen. Und wo bist du jetzt? Also ich bin jetzt am Marie-Curie-Gymnasium und auch Patin für die neuen Fünfer. Wenn du willst, kann ich dir mal ein bisschen was zeigen. Ich habe hier gerade ein paar Videos von der Schule. Willst du die mal sehen? Ja, vielleicht geht's. Hier haben wir den Haupteingang, links sind Realschule und Werkrealschule und vor mir ist das Gymnasium. Und das ist unsere Schule von innen. Wenn du Sprachen gerne magst, bist du hier auch richtig. In der 5. Klasse kannst du entweder Englisch oder Französisch wählen und in der 6. Klasse kannst du dann noch eine Sprache dazu wählen, zum Beispiel Latein. Ab der 8. Klasse kannst du dann auch noch Spanisch dazu wählen oder wenn du Naturwissenschaften lieber magst, auch NWT. NWT, was ist denn das? Naturwissenschaften und Technik. Hier wird zum Beispiel geforscht, der Umgang mit Computern gelernt, aber auch ganz praktisch mit Werkzeugen gearbeitet. Aber auch außerhalb des Unterrichts verbringen wir viel Zeit zusammen und stärken damit unsere Gemeinschaft. Beispielsweise fahren die 6. Klassen immer eine Woche aufs Landschulheim. Außerdem gibt es dann auch noch jährliche Skiausfahrten auf den Feldberg oder nach Lenk. Dort werden auch immer unsere Skimentoren ausgebildet. Haben wir einen eigenen Schulgarten, der von unserer Garten AG unter der Leitung von Herr Gäckle liebevoll gepflegt wird. Aber im Gymnasium gibt es wirklich sehr viele Fächer und wir haben sogar 70 Lehrer. Ach guck mal, da ist gerade meine Französischlehrerin. Bonjour et bienvenue. Am MCG haben wir auch fächerübergreifende Projekte wie Theaterprojekte mit den Fächern Deutsch, Französisch, Kunst und Musik. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez manger? Was möchten Sie essen? Je ne sais pas. Ich weiß es nicht. Un croissant? Non. Un pain au chocolat? Non. Ah, une autre idée super. Un macaron au chocolat?
Non, non et non. Une mousse au chocolat. Oh, und das muss der Englischunterricht sein. Good morning, everybody. Good morning, Mrs. Thompson. Ach, Herr Lilje, was machen Sie denn schon wieder hier? Hola, Pauline. Du, ich präpariere gerade so ein bisschen die Austauschprogramme. Haben ja echt ein paar davon. Nach Eastleigh in England kannst du gehen, Klasse 8. Mit Französisch kannst du nach Lyon gehen, Klasse 5, 6. Oder nach Nîmes, Klasse 10. Mit Spanisch bin ich gerade dran, nach Premia de Mar bei Barcelona. Auch Klasse 8 oder gehst du nach Chile in Klasse 11, vielleicht nach Kolumbien. Wenn es mal Probleme geben sollte, kannst du zu unserer Schulsozialarbeiterin gehen. Aber die stellt sich jetzt erstmal selbst vor. Mein Name ist Jana Eigelsberger. Ich bin Sozialpädagogin hier am Gymnasium. Und immer wenn es in der Schule um soziale Lernen, also das Miteinander geht, dann sehen wir uns. Das kann zum Beispiel in der Klassenlehrerstunde sein oder auch bei erlebnispädagogischen Aktionen draußen. Und immer dann, wenn ihr Schwierigkeiten mit Mitschülern oder Lehrern oder auch zu Hause habt, dann bin ich für euch da. Und wir können hier in unserem wunderschönen Beratungsraum unkompliziert und vertraulich miteinander sprechen. Aber nicht nur ich freue mich auf euch, sondern auch eure Paten. Das sind ältere Schüler aus der 9. Klasse, die euch von Anfang an zur Seite stehen und die euch in Klasse 5 und 6 begleiten, bis wirklich alle gut angekommen sind. Also, ich hoffe, wir sehen uns. Worauf hättest du einen Bock an deiner Schule? Also, cool fände ich auch, wenn ich in meiner Schule nicht nur lerne, sondern auch was machen kann, was mir Spaß macht. Zum Beispiel einen großen Sportplatz mit Rasen, mit dem man Fußball spielen kann. No. Schulsanitäts-AG, bitte zum Sportplatz. Die Schüler der Schulsanitäts-AG, bitte zum Sportplatz. Wirklich cool sind vor allem auch die Events, die hier die Technik AG und die Schüler auf die Beine stellen. Die fördern natürlich super die Schulgemeinschaften und machen auch immer allen richtig viel Spaß. Hierzu sieht man nochmal unsere Schülersprecher. Jetzt aber genug von dem ganzen Theoretischen. Bei uns bekommst du einen kleinen Einblick in die coolen Aktionen, die wir hier in der Schule machen. Zum Beispiel Musik macht Schule, wo sich auch immer unser Literatur- und Theaterkurs beteiligt. Aber auch die Musikfachschaft steckt da immer sehr viel Arbeit rein, wodurch wir mal eine sehr, sehr coole Show haben und auch richtig viele Besucher aus der ganzen Umgebung da sind. Thank you.
Darüber hinaus gibt es jedes Jahr eine Fasnachtsparty, bei der alle drei Schularten zusammenkommen, um gemeinsam zu feiern. Wie bei unseren Unterstufenpartys. Unsere Schule steht aber auch für Toleranz und politisches Engagement, wie bei dieser Graffiti-Aktion gegen Diskriminierung. Die kreativen Schüler können sich auch neben dem musikalischen und schauspielerischen künstlerisch ausleben. Wenn du also gerne zeichnest und Lust hast, was darüber zu lernen, bist du hier genau richtig. Unser Stop-Motion-Film. Hey, hey, warte mal. Kann man ja auch irgendwo einfach mal entspannen und was essen? Ja klar, schau mal hier. Und jetzt machen wir erstmal eine Pause im Schülerhaus, unserer Cafeteria. Hier gibt es immer super leckeres Essen bei Frau Walter. Und wenn schönes Wetter draußen ist, kann man sich auch sehr gut dort entspannen. Wenn du noch länger nach der Schule hier bleiben möchtest, kannst du auch noch bis um 17.30 Uhr in den Hort gehen, wo immer sehr viel Action ist. Hallo, ich bin Frau Walter und ich bin hier für die Küche zuständig. Wir kochen jeden Tag frisch und verarbeiten hauptsächlich regionale Produkte. Ihr könnt aussuchen zwischen einem großen Teller und einem kleinen Teller. Und einmal in der Woche haben wir auch ein Buffet. Da könnt ihr hier auswählen, was immer ihr möchtet. Für die Eltern noch ganz wichtig, wir haben hier so Gutscheinblöcke. Die kann man hier käuflich erwerben und so haben die Kinder nur einen Gutschein dabei und kein Geld. Wir sehen uns. Tschüss. Und während ich jetzt hier Pause mache, gebe ich weiter an unsere Schulleitung. Das ist Herr Beck, der stellvertretende Schulleiter. Und das ist Herr Merkel, unser Schulleiter. Liebe Kinder, im Film habt ihr gesehen, dass das MCG eine lebendige Schule ist. Uns ist es wichtig, dass es euch in eurer neuen Klasse sehr gut geht. Deswegen dürft ihr bei der Anmeldung zwei Namen von Kindern und Freunden nennen aus der Grundschule, die mit in eure Klasse kommen. Und im Juli vor den Sommerferien treffen wir uns wieder. Da lernt ihr eure Klassenkameraden als auch eure Klassenlehrer kennen. Sport und Bewegung sind uns sehr wichtig. Deswegen findet ihr auf dem Pausenhof eine Spielebox mit Bällen, Badmintonschlägern oder auch Frisbeescheiben. Da könnt ihr euch so richtig austoben. Wir sehen uns im September.